Hallo, hier ist Katja, Saskia und Natta. Und wir testen heute, wie fit ist unser Trainer. Zuschauer werden und Fans werden jetzt nicht denken, dass du schon mal Handball gespielt hast, oder? Ach, hast du gesehen? Hast du diese Technik gesehen? Wie ich? Eigentlich wie ein Basketballspieler. Schönheit. Unsere Note für schon Schönheit. Ich bin Dali. Hallo, ich bin Mel. Hallo, ich bin Dada. Ich bin Xenia. Hallo, Petra. Hallo, Dina. Ich bin Kerstin. Und unsere Trainer? Der Herbert. Ja! Los! Sehr. Giraffen können weiter schwimmen als die meisten Hunde. Richtig. Falsch. Ah. Giraffen können überhaupt nicht schwimmen. Schlecht. Im Jahr 2000 wurde die erste Barbie-Puppe mit einem Bauchnabel auf den Markt gebracht. Im Jahr 2000. Ja, richtig. Es muss ja noch eine richtig sein. Oh, bist du gut? Ein Gepard könnte im Lauf der Partikel überholen, die beim Niesen die menschliche Nase verlassen. Habe ich auch nicht verstanden. Rat einfach. Ist falsch. Ist falsch. Ein Gepard erreicht auf kurzen Strecken Geschwindigkeiten von bis zu 112 km pro Stunde. Wenn ein Mensch niest, erreichen die Partikel Messungen zufolge Geschwindigkeiten von über 160 km pro Stunde. Richtig. Ja. Also das war jetzt die Antwort. C9. Wahnsinn. 1-0. Wahnsinn. Ich habe eigentlich nicht die Frage gehört, aber ich habe, denke ich, ganz viel richtig, oder? Ich denke ja. Ich habe die meisten Fragen auch nicht verstanden. Ein paar habe ich nur. Ja. Na, du siehst ja noch mehr fertig aus als der Stefan. Ja, es war auch anstrengend, ja, so laut vorzulesen und so schnell. Und beim Scrabble-Spiel ist ein F 3 Punkte wert. Ach du Scheiße. Das weiß ich nicht, aber ich sage falsch! Du bist so gut, Herr! Ein F ist nämlich. Ja, Wissen ist ein Problem, Raten ist gut. Also Herbert, ich muss wirklich sagen, du bist richtig gebildet. Bildung 1. Definitiv? Ja. Sehr gut für die Frage. 1. Und? So wollte ich es haben.